Gut. Die Harmoniethese, wie gesagt, mich ärgert die, weil sie das Problem verharmlost und sozusagen eine Beruhigungspille ist. Das kann man uns schon mal gar nicht leisten. Wenn wir jetzt uns allen erzählen, die Menschen brauchen eigentlich gar keine Opfer zu bringen für die Verhinderung von Global Warming, brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Aber trotzdem wird das manchmal so ex cathedra einfach so in die Menge geworfen. Übrigens begründet dieser Zielkonflikt, das steht da auch, die Notwendigkeit einer Weltregierung, da haben Sie ja auch schon drüber gesprochen, Herr Rademacher. Eigentlich bräuchten wir eine Global Governance. Ne? Schillernde, ambivalente Frage. Wir sind ja schon mit der EU-Regierung sozusagen nicht einverstanden, weil die ein Element der Überregulierung enthält jetzt auf einmal Global Governance. Aber es wird nicht anders gehen. Kleines Beispiel. Die Deutschen haben gerade die Flugsteuer erhöht. Und was ist passiert? Ryanair hat in WC 33% der Flüge gestrichen und Germanwings ist auf Maastricht ausgewichen. Ja, das heißt, wenn eine Nation nach vorne schreitet, verschlechtert sie die Wettbewerbssituation aller Unternehmen in dem Land. Es droht eine Abwanderung von Industrien. Also schon da zeigt sich dieser Zielkonflikt. Resultiert nochmals in der Forderung, dass sich die Leute einigen würden. Und einen Weg dazu hat ja Herr Rademacher eben gezeigt. Also, wir müssen uns sehr genau fragen, gibt es diesen Konflikt, woran kann man das erkennen, wie ausgeprägt ist er und wie kommen wir da gegebenenfalls wieder raus. Ich will einige kurze, schlaglichtartige Sätze hier Ihnen an den Kopf schmeißen, um einfach nochmal klar zu sagen, also das kostet etwas. Ne? Wir kommen da nicht kostenlos raus, wir können nicht die Treibstoffemissionen sozusagen zum Nulltarif runterfahren und die Welt zum Nulltarif dekarbonisieren. Nicht die höchsten Vermeidungskosten haben Sie bei der Photovoltaik, da haben wir, stand FAZ-Bericht von gestern oder vorgestern, bis jetzt 70 Milliarden Subventionen, Quersubventionen über den Strompreis reingesteckt, obwohl das nur 1-2% unseres Stromhaushaltes ausmacht. Da liegen die CO2-Vermeidungskosten in der Photovoltaik bei 500 bis 1000 Euro pro Tonne. Zum Vergleich bei Pelletheizungen liegen sie bei 8 Euro pro Tonne. Die Abgasnormen der Euro, jetzt komme ich mal ein bisschen an ein logistisches Beispiel hier, Euro 6 LKWs, verteuerte LKWs nach Angaben der Hersteller um 10% und entwertet bei dieser Gelegenheit auch den Wert des alten Fuhrparks. Das ist eine richtig für diese Branche sehr schmerzhafte Maßnahme, die aber eben umweltpolitisch gewollt ist. Das Weltaufforstungsprogramm, der Joker, den Herr Rademacher vor dem Publikum gerade gezogen hat, ist nicht billig. Er selbst spricht von 500, habe ich jedenfalls in Erinnerung, Herr Rademacher, 50 bis 100 Millionen US-Dollar pro Jahr. Wobei man eigentlich schon vorher jetzt den Ländern, die Regenwälder abholzen, schon Geld geben müsste, um damit aufzuhören. Da fängt ja schon vorher an. Und das Abholzen selbst, es geht ja nicht nur darum, dass die Wälder, wenn sie weg ist, ihre Services an die Menschen nicht mehr abgeben können. Photovoltaik, Artenvielfalt, Verhinderung von Bodenerosion, es ist ja nicht nur Holz, was wir da schlagen. Dieser Verbrennungsvorgang selbst ist schon eine enorme ökologische Sünde. Ja, und so weiter und so weiter. Carbon Capture and Storage hat Herr Rademacher als Ingenieur Gespinst da mal hingestellt, wird aber immer noch verfolgt. Die Idee, es wird ja auch in Deutschland um die Frage gestritten, welches Land ist denn bereit, diese hochkomprimierten CO2-Gase sozusagen 1000 Meter Tiefe im Gestein zu lagern. Also das ist Ihnen noch in der Diskussion. Das wird sehr, sehr teuer und würde übrigens auch die Energieeffizienz der Kohlekraftwerke verschlechtern. Muss man auch sehen. Kostet sehr viel Geld. Also mit anderen Worten, wir kommen nicht an der Idee vorbei, das lässt sich nicht leugnen, dass Opfer von uns verlangt werden. Das heißt aber noch nicht, dass es einen Zielkonflikt gibt, weil es ja möglich ist, dass diese Opfer an einer anderen Stelle kompensiert werden können. Und das sind die Thesen, auf die ich gleich nochmal eingehen möchte. Wir haben bei Kavi vielleicht als Berater nur in 4-Felder-Matrixen denken können und als Berater nicht, merkt man das jetzt hier auch. Einfach mal so eine 4-Felder-Matrix konstruiert. In der Waagerechten steht Effektivität, das heißt praktisch, inwieweit fördern Maßnahmen oder Unternehmen die Umwelt, und in der Senkrechten steht Effizienz und schlicht betriebswirtschaftliche Rentabilitätskriterien, die dahinter stecken. Bisschen angelehnt an die berühmte Unterteilung von Peter Drucker, Management-Guru verstorbenen aus den USA, der mal gesagt hat, Effektivität ist die richtigen Dinge tun und Effizienz ist die Dinge richtig tun. So, dann haben wir unten links das Feld Misswirtschaft. Da müssen die Unternehmen raus. Ja, da sind alle Unternehmen, man kann das auch auf Maßnahmen beziehen, drin.
die so schlecht wirtschaften, dass sie praktisch auch zur Umwelterhaltung nichts beitragen können, weil sie einfach die Finanzbellen-Background nicht haben. Es gibt einige in dem Feld. Wo kann man hin? Rechtsfeld habe ich Altruismus genannt. Da zählen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Rademacher, auch die dazu, die diese Zertifikate da kaufen, diese Zertifikate kaufen sollen. Also das sind Unternehmer oder Unternehmen, die es sich leisten können und von ihrer moralischen Grundausstattung her das auch wollen, etwas für die Umwelt zu tun, obwohl es ihrer Gewinn- und Verlustrechnung belastet. Ja? Darauf kann man nicht setzen, weil davon gibt es zu wenige. Das kann die Welt nicht retten. Vielleicht doch, Herr Rademacher, das müssen wir nochmal diskutieren. Ich glaube ja nicht. Dann gibt es darüber das Synergiefeld. Und da in der Tat gehen Ökonomie und Ökologie Hand in Hand. Da stecken viele Maßnahmen der Energieeffizienz, aber nicht alle. Wenn Sie eine Fahrerschulung machen oder Energiesparlampen in Ihre Lagerhäuser einbauen, geht das Hand in Hand. Das problematischste Feld oben links ist das Prüfstandfeld. Und da stecken sehr, sehr viele Unternehmen und auch ein großer Teil unserer Logistik heute noch drin. Da wird praktisch die Effizienz zulasten der Umwelt vorangetrieben. Nicht das populärste Beispiel, ob das immer noch gibt, weiß ich nicht, aber da kann man das so schön dran deutlich machen, sind Krabben, die zum Poolen per LKW durch halb Europa von Hamburg in den Maghreb transportiert werden und wieder zurück, weil einfach die Transportkosten, die zu niedrig sind, weil sie die Kosten der Inanspruchnahme der Umwelt nicht enthalten, gemessen an den Lohnkostendifferenzen nicht zählen. Man kann das Bild noch ergänzen, indem man sagt, unten rechts in dem Feld ist eigentlich das Feld für Subventionen. Denn da sitzen ja Leute, die eigentlich wollen, manche können aber nicht. Also sagt man, okay, das Elektroauto, das kostet jetzt 5.000 Euro mehr. Du möchtest es haben, aber kannst es nicht bezahlen. Also geben wir dir als Staat 5.000 dazu. Oben links ist das ganze Feld des Marktversagens, wo die Märkte einfach, weil sie nicht langfristig denken und weil sie glauben, frische Luft und die Atmosphäre sei sozusagen unendlich und ohne Entgelt verfügbar, wo die Märkte versagen und der Staat sozusagen als Ersatzeigentümer der Umwelt auftreten muss und die Knappheiten, die es ja gibt, sozusagen künstlich in die Preise reinholen muss. Darauf gehe ich jetzt mal kurz näher ein. Also es geht um externe Effekte. Es ist schon in den 20er Jahren eine Ökonomie diskutiertes Phänomen. Die sind definiert als unkompensierte, nicht in Preisen abgebildete Auswirkungen von Handlungen auf Dritte. Nicht? Sie haben dann eine Fabrik, die schleudert Dreck in die Luft und die Anrainer, die im Garten ihre Wäsche zum Trocknen aufhängen, müssen immer wieder feststellen, nach 2 Stunden ist sie wieder dreckig. Nicht? Das sind externe Effekte. Die sind in den Preisen der Produkte, die aus der Fabrik kommen, nicht drin, aber sind Kosten, die ja tatsächlich entstehen, nur bei jemand anders. Und sehen nicht das mit sehr vielen umweltschädigen Maßnahmen. Negative externe Effekte nennt man auch externe Kosten. Und nun haben die Ökonomen gesagt, das ist doch prima, wenn wir die messen könnten, Klammer auf, das ist sehr schwierig, dann preisen wir die einfach ein und dann funktioniert der Markt wieder. Das geht zum Beispiel über Ökosteuern, Emissionszertifikate und die üblichen Instrumente, die Sie kennen. Ich sage mal an dieser Stelle schon im Vorgriff auf etwas, was ich später sagen werde. Das ist zwar extrem schwierig und mit großen Messproblemen verbunden. Und man kann sich auch streiten, ob es besser ist, über das Übersteuern, über Zertifikate zu machen, wie auch immer. Aber im Grunde ist dieser Grundgedanke, dieser Theorie, nämlich die Internalisierung dieser externen Kosten, die Legitimationsbasis für staatliche Eingriffe in den Markt, weil der Markt es selbst nicht schafft. Aber die grundlegenden Einsichten der ökonomischen Theorie, in diesem Falle der Mikroökonomik, sind ja teilweise nicht so ganz weit vom Common Sense entfernt. Insofern werden Sie dieses Bild sicherlich leicht verstehen.